Leute, herzlich willkommen zum letzten Teil im Baller heimfahren. Mein Kumpel war da, hat gefilmt. Ich habe jetzt auch was vom Baller Presse. Und wir haben es im Bulldog ziemlich viel heimgefahren, weil ich bin dann mit dem Agrial noch gefahren. Ich habe an dem Abend noch was geholt. Und das ist das schöne Hängerle hier. Stelle ich aber auch mal vor. Aber ich zeige ihn jetzt mal. Und dann haben wir im Bulldog gefahren, dann bin ich bis nachts um 11 Uhr gefahren. Deswegen konnte ich die Einleitung dann nicht mehr machen und dann hat ein bisschen pressiert. Jetzt habe ich hier noch ein paar Büschel liegen, die waren dann noch ein bisschen nass. Und ja, ich würde sagen, die sammle ich jetzt im Agrar zusammen. Aber vorher gibt es noch die Szene vom Presse und vom Zusammensammeln mit Bulldog. Jetzt sind wir mit zwei Anhängern gefahren, war richtig geil. Und danke an die zwei Helfer und an den Pressefahrer. Ich würde sagen, viel Spaß mit den Aufnahmen und zum Schluss seht ihr hier das Agriale, neue Anhänger. Viel Spaß!
Leute, jetzt hier unten steht ein Sackreale mit ein paar Ballen. Und es hat insgesamt 770 Ballen gegeben. Sieht's auch. Ich weiß nicht, ob man es richtig erkennen kann. Ist viel mehr. Sind auch viel höher gekommen. Und 70 Stück habe ich schon fortgefahren mit dem Anhänger. Ja, weil hier ein bisschen Knabberplatz eng wird. Und ja. Das ist jetzt so die Ausbeute. Es ist verdammt viel. Ich hatte nur ein Stück mehr wie letztes Jahr. Das waren 27a. Habe ich 140 Bälle runtergekriegt davon. Das war schon mal richtig olber. Ja. Und ich hoffe, das ganze Video hat euch jetzt gefallen. Ich würde sagen, über Like und Abo. Würde mich sehr gern freuen. Ciao. Man sieht sich beim nächsten Mal. Kleiner Spoiler. Es geht wieder ums Agria. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.